Ein Engel ist in meinem Zimmer. Jetzt haben wir 200 zusätzlich für Mehrarbeit in Küche und Haus. 600. 200 für jeden Monat. In meinem Film geht es um eine polnische Betreuerin, die zu einer reichen Schweizer Familie kommt, um auf den Vater aufzupassen, zu ihm zu schauen, der einen Schlaganfall hatte, weil es billiger ist, als ihn in ein Heim zu geben. Und die erhoffen sich auch die Unterstützung von dieser Wanda. Und die Hilfe bekommen sie auch, aber anders, als sie am Schluss gedacht. Sie sind ein berühmter Mann. Ach was, vielleicht beliebt. Weißt du warum, Wanda? Hier. So hast du auch mal ausgesehen. Ach, dass du dich noch daran erinnerst, mein Lieber. Also was mich jetzt von den Konflikten oder Themen am meisten hat interessiert, ist schon die Selbstverständlichkeit, die wir damit Arbeitskräfte holen, wie schon der Max Frisch hat gesagt, dass wir Arbeitskräfte holen wollen, aber es sind Menschen gekommen. Und wie wir das Gefühl haben, wie man mit Geld alles bekommen kann. Und wie das uns ermöglicht, unseren Komfort aufrechtzuerhalten, indem andere Leute für uns arbeiten. Und ich wollte durchspielen, was muss passieren, für das, die Win-Win-Situation, die man immer sagt, dass es ja für alle Seiten eine sei. Was muss passieren, dass das wirklich zu so einer kommt und die Leute sich auch auf Augenhöhe können begegnen können? Es ist ein Wunder. Ich werde Vater. Wanda ist schwanger von Papa. Ich lass mich scheiden. Ich mich auch. Und was mich interessiert hat, mehr auf der psychologischen Seite, ist ja, das Familienmonstrum, das komplexe Konstrukt, wo man da reingeboren wird und wo man sich geborgen fühlt, aber auch eingegangen. Und ja, wie man sich halt muss das Leben lang umschlagen mit Eltern und Geschwistern und wie man sich selber kann gestalten in dieser Gruppe. Überlass mich nicht diesen Verrückten. Sie sind Familie. Das ist ein Beweis für Liebe. In Polen vielleicht. Also der berührendste Moment ist eigentlich immer der, wo der Film gedreht wird, wo es wirklich wahr wird, was man da in langer Zeit hat sich theoretisch ausdenkt, wo sich so das Gefühl hat eingestellt, jetzt wird es wirklich die Wanda, wird wirklich ein Mensch, und das ist immer eigentlich für mich der schönste Moment.